Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Expeditions, a Mudrunner Game. Ja, wir starten heute in Arizona und oha, oha, das erste, was wir da haben, ist Eroberung des Grenzlandes. Und hier ist der erste ernsthafte Auftrag. Die Regierung hat eine Ladung in der Nähe unseres Stützpunktes verloren und bittet darum, sie zurückzubringen. Du kannst sie am Stützpunkt abliefern und dann überlegen wir uns, wie wir sie an den Empfänger schicken können. Okay, Anforderungen sind ein Bodenanker und eine Stellschraube. Wir müssen den Scout mitnehmen. Okay, warum sind die beiden Sachen jetzt Anforderungen? Ist das so ein schwieriges Terrain? Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen auf jeden Fall den Scout mitnehmen. Die anderen sind ja beide Offroad. Der hat aber nur drei Inventar. Wenn wir jetzt schon zwei Sachen mitnehmen und noch zusätzlich was transportieren müssen, ist das aber blöd. Also das müssen wir mitnehmen. Da werden wir gezwungen, das zu kaufen. Ach, der hat nur 50 Liter. Geräte. Können wir hier denn noch irgendwas machen? Wir können... möchtest du ersetzen? Ach so. Ja, nee, dann nicht. Dann lassen wir den verstärkten Stoßfinger. Metalldetektor ist dran. Da können wir nichts anderes machen. Da habe ich den Frontschutzbügel schon drin, anstatt den Standardstoßfinger. Das ist auch soweit okay. Ja gut, die Felgen, ganz ehrlich, die sind mir sowas von egal. Notreserve. Erhöhte Notfallversorgung mit Ersatzteilen und Kraftstoffen, die auch in schwierigen Situationen hilft. Enthält 50 Teile Ersatzteile, 15 Liter zusätzlichen Kraftstoff und ein Ersatzrad. Das hört sich allerdings gut an. Kaufen wir doch. Ja, das kaufen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat er jetzt auch drin. Überrollkäfig. Naja, braucht man sowas? Es ist ja eigentlich nichts, was wir zum Spielen brauchen, ne? Obwohl, ja, strukturelle Stabilität des Fahrzeugs verstärkt und zusätzlichen Aufprallschutz bietet. Ja, gut, okay, den kaufen wir auch noch. Hört sich gut an, sage ich mal. Was haben wir denn hier? Das Farbeaufkleber. Upgrades. Upgrades. Getriebe, fein getuned. Verändert sich nichts in den Werten, so wie es aussieht. Auf Kosten von Stärke und Kraftstoffeffizienz. Da klingt das hier aber jetzt gerade besser. Motor können wir nichts verändern. Höherlegungsset. Moment, wir haben aktuell C+, B- und S. Das bleibt gleich. Ein Höherlegungsset für die Federung, gut für den Einsatz im Gelände. Bietet große Bodenfreiheit auf Kosten von Federweg und Stabilität. Ich bin mir nicht sicher. Aber so grundsätzlich... Ich weiß nicht, was sagt ihr? Was ist besser? Es gibt bestimmt doch den einen oder anderen Profi da draußen, der mir das jetzt sagen kann. Also ich hole es jetzt erstmal... Doch, komm, ich hole es. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr wisst da sicher mehr drüber Bescheid. Was haben wir denn hier? Gelände, Offroad, Schlammreifen. Oh, die sind aber auch teuer. Ah, also die fürs Gelände haben wir. Spezialreifen-Set, die ultimative Waffen gegen die tiefsten Sümpfe, bietet die beste Offroad-Performance auf Kosten der Traktion auf Felsen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ne? Ich meine, im Moment hoffe ich jetzt mal, dass wir es noch nicht brauchen. Standard, eine verlängerte Winde. Verkaufspreis 1000. Ja, verkaufen wollen wir es ja nicht. Ihre relativ geringe Größe und beeindruckende Reichweite machen sie zu einem
Ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Komm. So, das bringt uns aber immer noch nicht weiter, dass wir jetzt hier so wenig Plätze haben. Und ich glaube, dass auch nicht mehr hier an Litern. Ach doch, 50 von 80. Nein! Aber ich kann nicht auftanken. Ihr Schweine! Aber anscheinend ist das doch richtig, so wie ich das verstanden habe, dass wir jetzt mehr theoretisch tanken können. Das ist immerhin etwas. Gut. Ja. Nehmen wir den so. Wir können ihn ja nicht mal verbessern. Wir setzen ihn mal ein. So, die große Frage. Da unten ist der Zielort. Ja, dann können wir da anfangen, wo wir sind. Und wir starten direkt in der Nacht. Ist das nicht wunderschön? Ich verstehe nicht, warum man sowas überhaupt macht. So, dann Handel. Oh, Moment, war das? Ah ja. So, dann haben wir ein bisschen mehr Benzin. Und wir müssen da hinten. Ich habe das jetzt höher gelegt, ne? Das war richtig. Mal gucken, wie sich das Ganze jetzt fährt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war das auch schlecht, was ich gemacht habe. Dann können wir es ja wieder zurück umsetzen. Besuche die Abfahrt aus der Basis. Nein! Oh! Wieso rutscht der jetzt so weg? Liegt das jetzt an den Reifen? Nein, oder? Stufe abgeschlossen. Uns stehen wohl nicht viele Möglichkeiten offen, die Basis zu verlassen. Also schauen wir uns mal um. Wo sind wir denn gerade? Hier sind wir. Oh, was ist das hier? Neue Freunde. Okay. Und da unten müssen wir hin. Wie ist das hier mit neuen Freunden? Sind wir jetzt schon dran vorbei? Hä? Kann man das von hier aus irgendwie sehen oder so? Kann man nicht, weil der jetzt was vorsteht wahrscheinlich, ne? Hm. Das ist ein Fragezeichen. Wildnisdreharbeiten, okay. Da ist eine Abwurfstelle. Naja, gut. Besuche den Aussichtspunkt. Fahren wir da erstmal hin. Alter. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht an den Reifen, dass sich das jetzt so komisch fährt. Kann natürlich daran liegen, weil wir die ganze Zeit Truck gefahren sind. Also den Offroad und nicht hier den Scout. So, suche einen Weg nach unten. Machen wir doch. Von hier aus hat man eine tolle Aussicht. Vielleicht lohnt es sich mit. Alles mit einem Fernglas zu beobachten. Haben wir doch gerade schon gemacht. Machen wir nochmal. So, Klippe. Das haben wir schon gefunden. Was war das doch, ne? Luftabwurf. Ich höre hier mal irgendwie so ein komisches Geräusch, aber ich glaube, das ist vom Luftabwurf. Also mehr kann ich hier nicht sehen. Vielleicht kann ich hier vorne. Achso. Vielleicht gerne hier vorne mehr sehen. Gut, dass ich jetzt keine Schlammreifen genommen habe. Scan starten, okay. Okay. Oh, ich hasse Minispiele. Was ist denn das? Den kennen wir doch. Das ist cool. Okay, also wir müssen anscheinend darunter. Erfolg, dieses Totem weist zum sicheren Weg. Ah, sollte hilfreich sein. Halte also die Augen offen. Ah, verstehe. Also überall, ja, beziehungsweise hier dieses Paddel, das zeigt wahrscheinlich immer den richtigen Weg an, ne? Nehme ich an. Hallo? Jetzt darf ich wieder. Okay. Kann ich da vorne schon rum? Ist ein bisschen eng, ne?
will hier nicht so komplett durch die Kakteen durchfahren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist hier. Ob der Weg tatsächlich so sicher ist, ich weiß es nicht. Eieieiei. Aber wir müssen nach links fahren. Ja, kein Thema. Ich stehe voll auf der Bremse, aber Hauptsache, du machst mir Schaden. Kein Thema. Die Frage ist jetzt, meinen die mit dem sicheren Weg? Da meinen die jetzt aber nicht durch das Wasser durch, oder? Das hier ist doch eher der sichere Weg, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also ich will jetzt ungern durch das Wasser durchfahren, bin ich ganz ehrlich. Wahrscheinlich komme ich jetzt an irgendeine blöde Stelle, wo ich mich runterfahren kann. Oder wo ich mir alles kaputt mache beim Runterfahren. Das ist, sowas kann nur mir passieren dann. Okay. Sieht aber gut aus. Das ist kein einfacher Aufstieg, aber wenn du den Reifendruck senkst, wirst du den Unterschied merken. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, Jungs. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Wo muss ich denn hin? Ich denke mal da hoch, oder? Wenn ich schon vom Aufstieg reden. Ach, da hinten. Ja. Ja, ja. Ja, da werden wir wahrscheinlich nicht hoch können. Ich denke mal, da sind ja extra die Bäume, damit wir da hochfahren können. Frage ist dann, können wir hier durchs Wasser oder müssen wir hier hochfahren? Das ist die große Frage. Erstmal gerade hinstellen. So. Ich gucke erstmal, was ich so kann, ohne Reifendruck zu senken. Ich denke mal, wir können nichts wirklich machen, weil. Ich fahre ja aber auch ganz blöd. Ne? Eigentlich hätte ich von rechts da drauf fahren müssen, oder? Warte mal. Mal schauen. Diese Folge wird auf jeden Fall nicht so kurz wie die letzten beiden. Das merke ich schon. Und ich weiß nicht, was noch kommt. So. Das sieht schon besser aus. Oh, fahr, 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 fahr. Ja, so nicht. So. Alter. Fahr. Moment, Moment. Allrad. Hallo? Was? Trotz Allrad kommen wir jetzt hier nicht hoch, oder was? Willst du mich veräppeln? Ich will aber jetzt keine Winde rausholen. Ich will hier so hochfahren. Na los. Ah, du schaffst das. Geht doch. Geht doch. So, die große Frage ist jetzt nur, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Moment. Da sieht es eigentlich aus, als ob wir hier einfach so runterfahren können. Von hier oben sieht es eher nicht danach aus. Obwohl, da hinten können wir einfach so runterfahren. Ne? Das sieht man so auf der Karte nicht. Bin mir nicht sicher, was besser ist, hinten oder hier, aber... Hallo, liebe Kakteen, es tut mir leid, es tut mir mehr weh als euch. Vor allen Dingen, weil ihr die Stacheln habt, ich nicht. Okay, das, ich glaube, es wäre entweder auf beiden Seiten gleich blöd oder... Oh, nein, 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 ich hab's gehabt. Ja, sieht aber gut aus. Also, kann man nichts... kann man nun wirklich nichts gegen sagen. Warum zur Hölle haben wir hier eigentlich keinen Fotomodus? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe doch das Ding mitgenommen, oder? Dieses, Moment. Das ist mir auch noch nicht passiert, bin ich ganz ehrlich. Dieses, nee, nicht die Winde. Ach Gott. Ach so, Inventar, genau. Diesen Bodenanker. Den würde ich gerne benutzen. Ich weiß nur nicht genau, wie man den benutzt. Moment. Kann man sich da jetzt nicht entlang... Ach so, doch mit der Winde, ne? Entlanghangeln. Die Frage ist nur, geht das jetzt überhaupt noch?
an der Winde ziehen. Na, 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 na. Ha, guck mal. Wir kriegen doch alles wieder hin. Oh je. Oh je, okay. Winde lösen. Die Frage ist, kann man den Bodenanker nicht irgendwie wieder mitnehmen? Das wäre natürlich cool, aber scheinbar nicht. Oh, jetzt machen wir das bitte nicht nochmal, ja? Ich will hier nur einmal kurz runter. Aber mir war irgendwie so klar, dass das passieren würde. Und trotzdem habe ich mir gedacht, komm, probier's mal einfach aus. Ja, sah auf jeden Fall gut aus. War nicht so gut beim Fahren, aber sah auf jeden Fall gut aus. Also das muss man dem Auto lassen. Oh, 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 das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Meine Winde reicht nicht so lang, oder? Oh, doch. Doch, doch. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, komm. Komm, zieh mich raus. Ja, Baby, zieh mich raus. Ja, super. Wir sind ein gutes Team. Das wusste ich schon von Anfang. Ernsthaft? Ey, hier ist mindestens ein Meter noch Platz zwischen. Und der macht mir Schaden, obwohl ich noch gar nicht dran bin. Ernsthaft? Darf ich da jetzt auch nicht dran, ne? Sonst kriege ich auch Schaden. So, Handel. Ja, was brauchen wir denn hier? Metallschrott aus Ausrüstung. Metallschrott. Also ich denke mal, nur die Ausrüstung müssen wir da mitnehmen, oder? Liefere die Fracht ab. Ausrüstung. Genau. Aber wo? Oh. Ernsthaft? Ja. Aufstieg. Und die Frage ist, kann ich da auch wieder zurück? Ich denke mal, dass ich da zurück muss, weil ich glaube nicht, dass ich da anderweitig kann. Also gut, das ist natürlich, ab hier ist es dann sehr einfach. Wir müssen uns dann nur irgendwie hier auf diesen Abstieg aufmachen. Das heißt, wir müssten dann theoretisch ungefähr so und dann hier hoch. Wobei ich hier Probleme habe, glaube ich, hochzukommen. Ich weiß nicht, ob ich weniger Schaden nehme, wenn ich hier die Bäume benutze, um hier runterzusteigen. Also hier komme ich auf jeden Fall nicht so einfach runter. Das müssen wir dann hier so, dann über die Seite und dann hier rüber, zack, und hier hoch und so, dann weiß ich ja ungefähr, wie ich weiterkomme. Aber ich kann hier nur handeln. Ich kann jetzt hier... Doch, Moment, es gibt hier auch Benzin. Ah, sehr schön, sehr schön. Vorsichtshalber machen wir das auf jeden Fall. Muss man hier einmal drehen. Ja, komm, komm. Nein, pass mit den Bäumen auf. Wir haben gelernt, wenn man einen Meter daneben steht und den Baum nicht berührt, kriegt man Schaden. Also nicht zu nah an die Bäume ran. Eieieiei. Aber das ist wirklich, das geht voll auf die Stabilität des Autos. Diese Umstellung, habe ich so das Gefühl. Oder es ist tatsächlich, weil es ein anderes Auto jetzt ist, wenn ich mit dem Scout fahre. Oh, komm, zieh durch. Zieh durch, zieh durch. Komm, zieh durch. Fahrauto, zieh durch. Gerade. Schön haften bleiben. Na, ich hab's geahnt. Ich probiere das mal mit dem Reifendruck, ob das jetzt tatsächlich besser ist. Bestätigen. Nein, du sollst aber nicht da hochfahren, du sollst vorher einmal drehen, bitte. Ja, natürlich. Natürlich. Ey. Der fährt ja nirgendwo hin, wo man den Reifen hinsetzt. Das ist ja schlimm. Und der schiebt schon wieder nach links rüber. Wie soll ich denn da ankommen, wenn er nicht dahin fährt, wo er hinfahren soll? Keine sichtbaren Windepunkte. Na, ich habe zwar noch den Bodenanker. Ich bin mir auch nicht sicher. Also hinten glaube ich nicht, dass ich rumkomme. Dass ich da hochkomme. Das glaube ich nicht. Ja, und schiebt den wieder nach links.
Alter, ist das dein Ernst? Ich probiere es wirklich mal mit dem... Nee, wie war das? Inventar. Ziehen wir den mal dahin. Das muss auch anders gehen, aber ich bin ganz ehrlich, bevor ich da jetzt nachher total genervt bin. Und es geht noch nicht mal so. Dein Ernst? Es geht doch nicht mal so. Oh, ich hätte den Bodenanker weiter rechts hinstellen müssen, ne? Hm. Ja. Ich verschleudere hier die Bodenanker. Das ist grandios. Das heißt, es ist ja gleich wieder Frau am Steuer. Gut, wir probieren es jetzt trotzdem nochmal. Ich hoffe... Nein, natürlich komme ich da jetzt so nicht rüber. So. Und jetzt zieh mich bitte an dem Ding vorbei und schieb den nicht wieder auf die andere Seite. Weil das ist nervig, dass der ständig auf die andere Seite geschoben wird. Komm. Zieh mich hoch. Zieh mich hoch. Du schaffst das. Lösen. Okay, fahren wir einfach mal einen Kampf und so weiter. Kein Thema. Ich hatte die noch nicht gelöst. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Wie viel Schaden nehmen wir, wenn wir jetzt einfach hier runterknallen? Probier das mal von der Seite aus, ob das eventuell ein bisschen besser ist. Ich weiß auch nicht, ob ich da eventuell eine Winde dran machen sollte, dass das nicht so schnell geht oder so. Keine Ahnung, aber... Nein, nee. Okay, es geht aber auch so. Es geht so. Theoretischerweise könnte ich auch da rechts runterfahren. Ja, komm. Stopp, stopp, stopp. Ja, weiter. Ja, ja, ja. So, Frage ist nur, ob ich da jetzt tatsächlich so hoch komme. Da hinten ist ein Ast, aber eventuell komme ich da ein bisschen besser hoch. Was mich übrigens daran erinnert, dass ich immer noch den Reifendruck sehr niedrig habe. Da, glaube ich, komme ich nicht besser hoch. Aber da, wo der Ast liegt, denke ich, könnte es besser gehen. Oh, willst du mich denn? Das ist nicht dein Ernst. Oh, hat das jetzt ernsthaft Schaden gemacht? Alter! Die Kakteen können meine Reifen zerstechen. Ey, hätte ich das vorher gewusst. Ja, ich kann ja nichts mehr machen. Hallo? Ich kann meine Reifen ja jetzt nicht mal eben reparieren. Leute, wollt ihr mich hier veräppeln? Ich muss aber auf jeden Fall irgendwie da hochkommen erstmal. Oh Gott. Wie soll ich das denn mit den Reifen jetzt machen? Das hört sich hier gerade ziemlich komisch an. Leute! Ich bin eins zu weit gefahren, oder? Ach, dass das immer dahin springen muss. Naja, ich bin etwas zu weit gefahren. Boah, bei jeder kleinen Bewegung platzen mir jetzt die Reifen noch mehr, oder was? Oh, das ist nicht dein Ernst. Was ist denn, wenn ich den Druck ein bisschen erhöhe? Ist das denn trotzdem immer noch so schlimm? Ich meine, warum sollte sich dadurch was ändern, ne? Aber... Eieiei. Ach nein, ist nicht dein Ernst, oder? Ich bin jetzt hier. Ja doch, da muss ich aber nach links.
Ah ja, doch, doch, doch. Ich dachte gerade, ich komme jetzt hier über diesen Hubbel da nicht drüber. Aber scheinbar ist das jetzt etwas besser mit den Reifen, oder? Hey, fahr doch nicht da rein. Du sollst nach links steuern und nicht plötzlich nach rechts abdriften. So. Eieieiei. Reifen kaputt, Auto kaputt. Auto kann nicht geradeaus fahren, obwohl die Reifen noch gerade ausgestellt sind. Also, da muss ich sagen, das ist schon sehr unrealistisch, dass das Auto nicht nach geradeaus fährt. Also, sprich, nicht in die Richtung, wo die Reifen stehen. Klar, dass der immer mal... ich hoffe mal nicht, dass ich da irgendwas machen muss. Dass der immer mal wegrutschen kann oder so, das ist natürlich logisch. Aber dass der komplett geradeaus steht, auch von der Spur her, nehme ich mal an. Boah, jetzt ist wieder der Reifen ein Stück kaputt gegangen. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum. Also bei den Kakteen, das konnte ich jetzt noch verstehen. Aber wieso hier? Hier ist doch alles flach gewesen. Ja, komm, komm, komm. Ich kann dich leider nicht drehen gerade. So, Fahrräte liefern. Liefern. Zack. Expeditionserfolg. Beziehungsweise Expedition erfolgreich. Oh mein Gott. Okay. Meine Belohnung ist ein Mechaniker. Der kann sich doch direkt mal um meine Reifen kümmern. Sponsorenzahlung, Regierung von Arizona. Nimm weniger als 200 Schaden. Wahrscheinlich war da jetzt auch ein Punkt, nimm keinen Schaden mit deinen Reifen oder sowas. Upgrade Front schwerer. Okay. Sehr schön. Zwei Bodenanker konnten wir zurückgeben. Na gut, den einen habe ich ja eigentlich umsonst da reingehauen. Keine Ahnung warum. Stellschrauben konnte ich auch noch zurückgeben. Übrigens, verkaufte Items 990. Es ist nicht das gleiche, was man ausgegeben hat, als man die gekauft hat. Also da habe ich darauf geachtet, es ist nicht das gleiche. Es ist, meine ich, die Hälfte, wenn ich das richtig im Kopf hatte, aber es ist nicht das gleiche. Ja, damit haben wir dann unsere erste Expedition in Arizona erfolgreich, mehr oder weniger überstanden, ist vielleicht das bessere Wort. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann Rechte von Hausbesetzern ansehen. Okay, hört sich gut an. Hört sich aber auch irgendwie kompliziert an. Was hat das mit einem Auto-Spiel zu tun? Keine Ahnung. Wir werden es dann sehen. Oh Gott, schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr euch kaputt gelacht habt bei dieser Folge oder ob ihr nur mit dem Kopf geschüttelt habt. Oder ob ihr direkt schon gedacht habt, da ihr schon die Erfahrung habt mit den Spielen, dass das nicht werden konnte mit dem Bodenanker und ja, ihr den direkt nach rechts hättet setzen müssen, beziehungsweise gesetzt hättet, so rum. Oder ob ihr da andersrum hochgefahren werdet oder so. Wenn ihr wisst, warum, also, dass ich durch die Kakteen gefahren bin, gut, das habe ich jetzt schon öfter gemacht, und dadurch die Reifen kaputt gegangen sind, das werde ich jetzt mal dem niedrigen Reifendruck zuschreiben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das stimmt oder ob das nicht daran gelegen hat. Weil es würde mich wirklich mal interessieren, damit ich diese Fehler natürlich in Zukunft nicht mehr machen kann, beziehungsweise, dass ich versuche, die zu verhindern. Ich weiß aber nicht, warum die danach ständig kaputt gegangen sind. Hat das auch was mit dem niedrigen Reifendruck zu tun? Wäre für mich persönlich unlogisch, weil warum bekommt man das dann halt im Spiel, dass man den Reifendruck runtersetzen soll? Also ich kann es halt nicht so nachvollziehen. Wo ich durch die Kakteen durchgefahren bin, okay, kann ich vielleicht noch sagen, das liegt jetzt am niedrigen Reifendruck, inklusive der, ja, der Durchfahrt der Kakteen sozusagen. Aber danach habe ich den Reifendruck ja auch nochmal erhöht und trotzdem habe ich die ganze Zeit Schaden gehabt. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich bin aber auch kein Mechaniker. Ich habe auch keine Ahnung, was so ein Reifendruck tatsächlich für eine Auswirkung hat bei Autos. Ich meine, klar, ich habe die übliche Ahnung von Autos, Allgemeinwissen und so weiter. Ich habe auch jahrelang im Autohaus gearbeitet.
Aber ja gut, ich hatte halt nichts als Mechanikerin da zu tun, ne? Man kriegt halt so viel mit, aber man kriegt halt nicht alle Feinheiten mit. Also wer es weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es würde mich echt interessieren. Und ja, wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.